Das heutige Dossier heißt Aha. Es wird untermalt von Musik von Aha, der Band aus Norwegen. Es wird gehen um den Nahostkonflikt, um Berichterstattung der ARD und des ZDF. Sie meinen, das kann man nicht machen? Das meine ich auch. Man kann es aber versuchen in einem Dossier. Und es gibt eine Besonderheit. Wenn man in der DDR in Thüringen groß geworden ist, war man Opfer von NDR, Hessischer Rundfunk und Bayerischer Rundfunk. Damals unterschieden sich die Programme noch stark. Die Kapelle Aha lief zumindest hitparadentechnisch nur im Norden beim NDR. Egal, was sie herausbrachten, sie stürmten die Hitliste. Die Bayern und die Hessen waren da deutlich zurückhaltender. Also selbst im Schmerbauch-Deutschland der 80er Jahre waren nicht alle gleich. Es ist nun besser geworden. Wir sind alle gleich, hören das Gleiche, weil wir die Guten sind. Aha, Crywolf, lernen mich Schlager. In den öffentlich-rechtlichen Diskussionen geht es um Israel und um ultraorthodoxe Juden. Mir stellen sie eher Fragen als Antworten. Sie sind ziemlich eindeutig. So eindeutig, dass ich mir die Frage stellen muss, sind sie vielleicht zu eindeutig? Siedlerbewegung auf dem Vormarsch, auf Arte, 2023. Israel seit Monaten in Aufruhr. Mehr als 100.000 demonstrieren jedes Wochenende gegen die neue, ultrarechte Regierung. Aber der Rechtsruck wird auch begrüßt. Zum Beispiel von vielen jüdischen Siedlern, die sich im Westjordanland weiter ausbreiten. Wenn sie drohen, mich umzubringen, dann töte ich sie zuerst. Das steht auch in der Tora. Hunderte von Autos standen dort. Sie haben die Autos und die Bäume abgebrannt. Die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern nimmt zu seit dem Regierungswechsel. Eskaliert die Lage im Westjordanland. So fluffig der Beat, so ist die Lage eskaliert. Schönes Beispiel für Sprachentwicklung. Der Orgasmus ist keiner mehr, wenn er Ultra-Orgasmus sein kann. Ich ziehe Zahlen vor 2023. Die Siedlung Givat Zeev im Westjordanland. Hier wohnt Naomi Linda Kahn. Eine von 700.000 jüdischen Siedlerinnen und Siedlern. Schalten wir 3 Jahre zurück zur Dokumentation. Wem gehört das Heilige Land, ebenfalls Arte? Zwischen etwa 2,7 Millionen Palästinensern leben hinter Zäunen, Mauern und Stacheldraht ungefähr 430.000 jüdische Siedler in gut 260 Siedlungen und Außenposten. Da hat sich doch ein wenig getan. Noch einmal, Arte 2023. Die Siedlung Givat Zeev im Westjordanland. Hier wohnt Naomi Linda Kahn, eine von 700.000 jüdischen Siedlerinnen und Siedlern. Und nochmal 3 Jahre zurück. Zwischen etwa 2,7 Millionen Palästinensern leben hinter Zäunen, Mauern und Stacheldraht ungefähr 430.000 jüdische Siedler in gut 260 Siedlungen und Außenposten. Aber zurück nach 2023. Siedlerbewegung auf dem Vormarsch. Eine Siedlerin wird uns vorgestellt. Naomi Linda Kahn zog ganz bewusst ins von Israel besetzte Westjordanland oder Judäa und Samaria, wie die Gegend von den Siedlern genannt wird. Teil der jüdischen Geschichte sein, das bedeutet für die 61-Jährige, um jeden Quadratmeter hier zu kämpfen. Gegen die Palästinenser. Deshalb ist sie bei Regavim aktiv, einer vor allem durch Spenden finanzierten Siedlerorganisation. Ihre Mission? Sie spürt illegale palästinensische Neubauten auf und bringt sie vor Gericht. Moment, illegale Palästinenser im von Israel besetzten Palästinensergebiet? Khan al-Ahmar liegt im sogenannten C-Gebiet, also den Bereichen des Westjordanlands, die unter israelischer Verwaltung stehen. Im Gegensatz zu den palästinensisch verwalteten A- und B-Gebieten. Eine Baugenehmigung von den israelischen Behörden hat es für die Siedlung nie gegeben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber das ist eine strategisch extrem wichtige Lage. Direkt an der Schnellstraße nach Jerusalem. Warum tauchen all diese palästinensischen Außenposten auf? Warum verbreiten sie sich überall im C-Gebiet? Es liegt auf der Hand. Sie sind politisch motiviert. Es geht nicht darum, dass die Menschen hier ein gutes Leben führen können. Die palästinensischen Behörden bezahlen die Leute sogar dafür, dass sie aus den von ihnen kontrollierten Gebieten A und B hierher ziehen. Warum? Weil sie annektieren wollen, Fakten schaffen. Sie wollen die Kontrolle über ganz Judäa und Samaria.
Wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass wir bleiben werden. Das hier ist das Land Israel. Und dieses Land wurde gegründet, um israelische Siedlungen zu bauen. Wer das anerkennt und uns entgegenkommt, kann friedlich mit uns zusammenleben. Wir finanzieren am besten gleich alle Seiten. Aber trotzdem noch einmal, die drei Zonen sind interessant. Was hat es damit auf sich? Das erfahren wir in der gleichen Dokumentation Siedlerbewegung auf dem Vormarsch. Der Siedlungsstreit im Westjordanland, er begann 1967. Im Sechstagekrieg hatte Israel das Gebiet im Handstreich erobert. Auf einen Schlag waren 600.000 muslimische Palästinenser unter israelischer Herrschaft. Jüdische Israelis begannen, hier zu siedeln, meist auf den strategisch günstigen Hügelkuppen. Die Vereinten Nationen verurteilten den Siedlungsbau als völkerrechtswidrig. In den 90er Jahren gab es Hoffnung. Im Oslo-Friedensprozess wurden die A- und B-Gebiete, in denen die meisten Palästinenser wohnen, unter palästinensische Verwaltung gestellt. Die C-Gebiete sollten irgendwann folgen. Doch viele Siedler denken gar nicht daran, ihr Land wieder abzugeben. Und wieder kommentiere ich, aha, stelle mir aber auch die Frage, wie stelle ich mir so eine Siedlung vor? Wie stellen Sie sich so eine Siedlung vor, liebe Hörerinnen und Hörer? 10 Häuser, 20 Häuser, 30 Häuser, 50 Bewohner, 100 Bewohner, 200 Bewohner? Lernen mit Schlager Aha, I've Been Losing You und Minor Earth, Major Sky. Zum Glück wissen wir, Wikipedia, die Webseite unseres US-amerikanischen Hegemon, zu bedienen. Tief und fest in dessen Arsch eingeschraubt lese ich, als israelische Siedlung werden Städte und Dörfer in jenen israelisch besetzten Gebieten im Westjordanland und Ostjerusalem bezeichnet, die außerhalb der grünen Linie, der Waffenstillstandslinie von 1949 liegen. Auch hier die Zahl 700.000 jüdische Siedler, aber Stand 2019. Ergänzen können wir unser Wissen durch eine Liste. Diese nennt wieder etwas weniger als 500.000 Einwohner. Mir fallen auf die Siedlungen Betar Ilit. Hier wohnen fast 60.000 Einwohner, größtenteils ultraorthodoxe Juden. Eine weiter Wikipedia theologisch und sozialkonservative, nach Einschätzung von einigen Religionswissenschaftlern fundamentalistische Richtung innerhalb des Judentums. Ma'ale Adumim, 37.000 Einwohner. Modi'in Ilit, 81.000 Einwohner. So einfach werden Lösungen da gar nicht möglich sein. Zum derzeitigen israelischen Finanzminister. Der Gründer von Regavim ist Bezalel Smotrich, ein rechter Siedler, der seit Ende 2022 Israels Finanzminister ist. Er will die Finanzpolitik nach der Tora ausrichten. Die neue nationalreligiöse Regierung, ein Grund zur Hoffnung für Regavim-Aktivisten. Millionen von Israelis sehen das anders. Über 100.000 demonstrieren jedes Wochenende in Tel Aviv. Es geht gegen die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels und gegen deren Justizreform. In der Vergangenheit hat das oberste Gericht oft gesetzeswidrige Regierungsvorhaben gestoppt, zum Beispiel illegale jüdische Siedlungen. Diese Regulierung durch die Justiz will die Regierung abschaffen. Aha. Auf den Hügelkuppen sieht man Mobilheime, die Außenposten der jüdischen Siedlungen. Eine der ersten Handlungen der neuen Regierung war es, 9 solcher Außenposten zu legalisieren. Jungs, aha, zurück 3 Jahre mit Arte. Für die EU sind die umstrittenen jüdischen Siedlungen ein Friedenshindernis. Für viele Europäer sind sie im gelobten Land Israel jedoch zur Heimat geworden. Wem gehört das heilige Land, Heimat für Europäer? Die Vereinten Nationen, die EU und zahlreiche andere Regierungen und Organisationen betrachten die jüdischen Siedlungen als Verstoß gegen das Völkerrecht, da sie auf besetztem Gebiet erbaut sind. Die Siedler berufen sich jedoch auf ein israelisches Rechtsgutachten, das den Siedlungsbau als legal ansieht. Aha. Kommen wir zu Katrin Eigendorf, uns allen bekannt als Superdrohne des ZDF im Einsatz gegen Wladimir Putin. Sie schrieb sogar ein Buch, Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen. Geboren wurde sie am 1. Juli,
in Tönnies Forst. Wikipedia bezeichnet sie als Kriegsberichterstatterin. Ausgezeichnet wurde sie 2023 mit dem Augsburger Friedenspreis. Verheiratet ist sie mit Jörg Eigendorf, dem Konzernsprecher der Deutschen Bank. Sie besuchte ebenfalls vor 3 Jahren Mea Shearim, das ist eins der ältesten Stadtviertel in Jerusalem außerhalb der Altstadt. Auch hier hauptsächlich ultraorthodoxe Juden. Die Wohnanlage wurde 1874 entworfen. Heute eine eigene Kleinstadt mit rund 300 Wohneinheiten. Traditionell ausgelebt wird hier die Tora. Mittlerweile auch eine Touristenattraktion. Begleiten wir unsere Katrin Eigendorf. Alleine würde ich mich hier nicht hineintrauen. Mit Elli an meiner Seite fühle ich mich sicher. Meine Kollegin Vanessa Schlesier und ich haben uns so gekleidet, dass wir nicht provozieren. Und Elli stammt ja auch von hier. Und doch ist die Atmosphäre feindselig. Aber vielleicht liegt das ja auch an unserer Kamera. Es scheint, als ob die Menschen hier verzweifelt darum bemüht wären, eine längst untergegangene Welt zu bewahren. Gegen jeden Fortschritt und Einfluss von außen. Tatsächlich waren es osteuropäische Rabbiner, die den Holocaust überlebt haben, die hier nach dem Krieg ihre Gemeinden wieder auferstehen ließen. Den israelischen Staat lehnen sie ab. Nur kleine Fragmente aus ihrer Dokumentation. Dieser Elli ist ein Aussteiger. Das ganze Thema sexuellen Missbrauch lasse ich jetzt mal aus. Können Sie bei Interesse bei der Originaldokumentation des ZDF nachschauen. Interessant aber, sie lehnen den Staat Israel ab. Wie nennt man Vergleichbares bei uns? Mir ist es eingefallen, ich sag's aber nicht, ich sag nur, aha. Lernen mit Schlager I Call Your Name. Unter Vermittlung eines jüdischen Helfers gibt es Kontakt zu einem Jossi. Er erzählt auch über sein Sexleben. Wir sind nicht in der Welt, um sie zu genießen. Wir heiraten, um mehr Soldaten in die Welt zu bringen, die die Tora beschützen. Die Tora ist unser wirkliches Leben. Auch Jossi wurde mit 17 verheiratet. Er stammt aus einer streng religiösen Rabbinerfamilie. Er sieht das Leben lockerer als seine Eltern, aber gezweifelt hat er nie. Jossi führt mich durch die Wohnung wie eine alte Bekannte, sogar ins Schlafzimmer, wo wir offen über sein Sexleben reden. Geschlechtsverkehr haben wir nicht, weil wir es wollen. Es ist eine Pflicht. Genauso wie das Hornblasen und der Gebetsriemen oder wie den Schabbat einhalten. Die Zeit dafür ist auch geregelt. Wenn die Frau gereinigt ist am Schabbatabend. Gut, kann ich mir in Teilen Baden-Württembergs auch vorstellen. Über 600 jüdische Gebote regeln den Alltag bis ins kleinste Detail. Ein Leben, das sich Jossi auch für seine 5 Kinder wünscht. Hier muss ich gerade an diese beiden Kameraden denken. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Zumindest von einem normalen westeuropäischen Arbeitstag ausgehend, denke ich, müssten einige Anpassungen erforderlich zurück sein. Zurück in Jerusalem. Elli will uns das Herz von Mea Shearim zeigen, den Markt. Doch so weit kommen wir nicht. Einige Kinder versuchen, uns den Weg abzusperren. Ihr dürft nicht weiter, sagen sie zu Elli. Eine ähnliche Situation hatten wir am Tag zuvor, als unsere Kamerafrau mit dem Messer bedroht wurde. Also gehen wir jetzt besser? Also wir haben beschlossen, dass wir doch lieber gehen, weil es doch jetzt gefährlich wird. Also die Kinder scheinen wohl wirklich sehr aggressiv zu sein. Und da fliegen auch schon die ersten Flaschen auf uns. Sie rufen Schickse hinter uns her, immer wieder. Ein Schimpfwort für ungläubige Frau. Aha. Fort, aha, lernen mit Schlagern. Nun sah ich vergangene Woche auch eine Berichterstattung aus demselben Gebiet von Russia Today. Auch dort war eine Kollegin, ich würde sogar sagen etwas hübscher wie Katrin Eigendorf, der ich natürlich nicht zu nahe treten will, vor Ort. Sie berichtete, ohne sichtbare Repressionen zu erfahren. Hat sie als Russia Today-Korrespondentin dort einen besseren Ruf? Hat Eigendorf als ZDF-Korrespondentin dort einen schlechteren Ruf? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Drum heißt ja dieses Dossier, aha. Auf Russia Today kam eine junge Frau zu Wort,
die aus Israel berichtete. Eine Passantin. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich habe mein ganzes Leben in Israel verbracht. Ich war bei 2 verschiedenen Intifadas und vielen Kriegen in Gaza dabei. Und die Lage sogar auf den Straßen, nicht einmal bei den Politikern. Die Lage auf den Straßen in Israel ist im Moment sehr hart. Der Hass wächst und ist unglaublich groß auf beiden Seiten. Und so soll jetzt noch der palästinensische Ministerpräsident zu Wort kommen. Er bricht bei einer Pressekonferenz in Tränen aus. Die Kinder schreiben ihre Namen auf ihre Körper, damit ihre Leichen identifiziert werden können. Die Mutter der 3 Kinder, die unter den Trümmern begraben wurden, sagte zu ihren Kindern: Ich möchte euch sehen, sei es auch nur im Traum. Eine Tragödie, ich sagte ja, kein leichtes Dossier. Aha. Kleine Audiodatei, Dienstag, der 14. November 2023. Zum Dossier noch eine kleine Zugabe. Wir wollen ja aus Schlagern lernen. Aha, aha, aha. Trio mit Da, Da, Da. Gerne gebe ich zu, es gibt Dossiers, die relativ leicht von der Hand gehen. Sarah Wagenknecht zähle ich dazu oder Michael Lüders. Da hört man sich die Beiträge an, schneidet ein paar wichtige Sachen heraus. Das heutige fiel mir deutlich schwerer. 3-mal war ich in Auschwitz, bestimmt 100-mal in Buchenwald, lief dort mit gesenktem Kopf umher, fühle mich den von uns Deutschen ermordeten Juden ebenso verpflichtet wie den 27 Millionen Sowjetbürgern. Ich möchte bei diesem Konflikt unbedingt auch die jüdische Seite zu Gehör bringen. Da gibt es sehr viel zu kritisieren, auch an unseren Darstellungen zur militärischen Ausrüstung der Hamas bzw. deren militärischen Armen. Aber ich muss auch sagen, ein Dossier wie dieses hinterlässt bei mir Fragen. Unsere Annalena Baerbock warb unlängst für die Zwei-Staaten-Lösung. Ist diese eigentlich noch möglich in einem Westjordanland, das ja eigentlich den Palästinensern gehört, aber komplett zersiedelt ist, mit Siedlungen bis zu 50.000 Menschen, zudem laut Wikipedia ultraorthodox? Ich kenne das Buch von Jürgen Todenhöfer über den Islamischen Staat. Zumindest er hat dort auch ein normales Zivilleben auf der Straße beschrieben. Der Bericht von Frau Eigendorf wirkte auf mich deutlich extremer. Aber auch, es gibt russische Berichterstattungen aus demselben Gebiet, die das nicht so hervorhebt. Also was stimmt hier? Das ganze Thema eine reine Quälerei. Das ganze Thema Krieg und Frieden ist eine reine Quälerei. Und es bedrückte auch Ronny Poge in Stralsund gestern. Und Deutschland hat jetzt schöne Jahre hinter sich gehabt, ich sag mal so bis 2015, seit der Wende. Für uns Ostdeutsche war es ja eigentlich in Ordnung. Was wir allerdings nicht gewusst haben damals, als wir uns so nach dem Kapitalismus gesehnt haben, dass der nicht nur Reisefreiheit und Konsum und sowas alles mit sich bringt, sondern auch Ausbeutung. Und Krieg. Naja, man konnte das schon wissen. Man hat zugelassen, dass die Leute, die auf diese Dinge hingewiesen haben, jahrzehntelang weggehetzt wurden. Das macht die Leute ja nicht fehlerfrei. Unser Kriegsminister Pistolero forderte, dass die Deutschen kriegstüchtig werden. Das in den verteidigungspolitischen Richtlinien. Sie können sich diese auf der Webseite unseres Verteidigungsministeriums herunterladen. Ich erspare mir Scherze mit dem Namen unseres Verteidigungsministers und zitiere schon mal die Überschrift Verteidigungspolitische Richtlinien für die Zeitenwende und dann der Eingang: Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich wieder mit einer militärischen Bedrohung auseinandersetzen. Die internationale Ordnung wird in Europa und rund um den Globus angegriffen. Wir leben in einer Zeitenwende. Und dann auf der Seite 9. Die russische Föderation bleibt ohne einen fundamentalen inneren Wandel dauerhaft die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum. Soll das sein, fordert das Verteidigungsministerium. Einen inneren Wandel in Russland, wie kann ich das verstehen? Regime Change? Angesichts 27 Millionen ermordeter Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg ist das für mich wahrhaftiger Wahnsinn, der in Russland als Kriegserklärung aufgenommen werden wird und bei dortigen Militärs, aber auch Politikern, Journalisten Handlungsdruck erzeugen wird. Die verteidigungspolitischen Richtlinien gab es das erste Mal übrigens 1972. In der letzten 2011 hieß es noch, eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln sei unverändert unwahrscheinlich. Die Wikipedia-Seite nennt uns Kritik. Sie zitiert die Berliner Zeitung, diese warnte davor, dass mit der geforderten Gewöhnung an den Krieg die Akzeptanz des Kriegs als Normalzustand verbunden ist. Krieg sei jedoch keine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern im Gegenteil ein Versagen der Politik. Der Journalist Franz Alt fordert Boris Pistorius dazu auf, sich zu korrigieren und fragt, ob hier ein Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegt, angesichts der dort festgeschriebenen Verpflichtung auf Frieden als Basis aller Politik. Auch Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung erinnert an das Grundgesetz und sieht in der Kriegstüchtigkeitsdiskussion genau zum Beginn des 75-jährigen Grundgesetzjubiläums eine Beleidigung der Mütter
und Väter des Grundgesetzes. Auch ich werde mich hier an dieser Stelle gerne noch einmal zu unserem Grundgesetz bekennen. Ich lese es anders. Ich lese ein Friedensgebot und erinnere an den schönen Satz: Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Ergänzend dazu eingeführt der 12. November als Veteranentag. Deutsche Veteranen sollen geehrt werden. Welche eigentlich? Auch die, die in Auschwitz wirkten? Und was ist mit dem Volkstrauertag? Bereits 1919 als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs vorgeschlagen. In der DDR gab es den internationalen Gedenktag für die Opfer des faschistischen Terrors und Kampftag gegen Faschismus und imperialistischen Krieg. Dieser ersetzte den Volkstrauertag, in der BRD 1952 eingeführt. Mit dem Veteranentag befasst sich nun Jens Zimmer von Infrarot Medien. Er schenkt uns ja sein Koffein. Ursprünglich war es täglich geplant. Gerade bei Einführung hatte ich damals mit ihm gesprochen. Er sagte schon damals, das wird ein sehr, sehr hartes Brot. Mittlerweile sind wir bei 1-2 Ausgaben in der Woche. Man merkt durchaus, dass es ihm schwerfällt. Aber sein Kommentar zum Veteranentag ist wahrhaftig überragend. Auszüge. Es geht um die Einführung des sogenannten Veteranentages. Also ein Tag, ja, an dem die Leistungen der Soldaten angemessen gewürdigt werden. So erklärt es Johann Wadephul von der Union. Einige andere Zustimmende werden erwähnt. Dann geht es ins Eingemachte. Die wirkliche Frage, die lautet doch, wozu das überhaupt? Wozu jetzt ein Veteranentag? Wir sind doch Jahrzehnte wirklich sehr gut ohne ausgekommen. Was hat sich geändert? Warum sieht man auf politischer Ebene plötzlich parteiübergreifend diese Notwendigkeit? Das ist doch erstaunlich. Ja, und die Antwort lautet, wegen des großen bösen Wolfs, ja, der da draußen auf uns lauert, irgendwo im dunklen Wald. Tja, wie in der Richtlinie, die Zeitenwende. Das kann man so sehen. Das kann man aber auch ganz anders sehen. Der böse Wolf, das sind wir. Das ist mein voller Ernst. Ne? Wir greifen doch die ganze Zeit Länder an. Leider nehme ich die westliche Außenpolitik ebenso wahr, vor allem die unseres US-amerikanischen Hegemons. Krieg folgt auf Krieg, unbeschreibliche Zerstörungen, Millionen Tote. Nicht immer sind wir direkt dabei, gebraucht werden wir aber dennoch. Nicht zuletzt Rammstein. Drohnenmorde im Nahen Osten wären geografisch vom Territorium der USA nicht zu machen. Nicht von der Hand zu weisen ist natürlich die Tatsache, dass die Welt sich tatsächlich verändert hat. Das stimmt schon, sie hat sich verändert. Die Rotkäppchen dieser Welt, die schließen sich zusammen und die besorgen sich große Knüppel. So könnte man das den Kindern und Enkeln erklären. Und Deutschland ist auf Kriegskurs. Ja, viele wollen es nicht sehen, aber es ist so eindeutig. Ja, wir sind auf Kriegskurs. Die Bevölkerung ist es noch nicht. Ja, und da liegt durchaus ein Problem. Ja. Und darum ehren wir jetzt erst einmal unsere Veteranen. Ich möchte ergänzen, wir können stolz auf unsere Bevölkerung sein, die nicht auf Kriegskurs ist. Auch die russische Bevölkerung ist noch nicht auf Kriegskurs. Ich denke, mit der deutschen Bevölkerung wird es schwieriger werden. Aber sie gehen auch nicht auf die Straße. 20 Leute waren wir gestern in Stralsund. Das hat dann schon Stammtischformat. Ich bin doch überzeugt, bei wirklich großen Demonstrationen würde es nicht so einfach gehen. Man sieht das bei den Pro-Palästina-Demonstrationen. Auch noch ein Thema bei Ronny Pogge. Auch ganz interessant, was in Essen stattgefunden hat. In Essen fand vor kurzem eine Pro-Palästinenser-Demo statt, auf der Fahnen zu sehen waren, mit denen die Errichtung eines Kalifatstaats in Deutschland gefordert wurde. Tja, da scheint uns einiges zu entgleiten. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Was bleibt nach dem Tode, wenn der Name nicht bleibt? Lernen mit Schlager, die Sternkombo Meißen nach einem Text von Kurt Demmler, der Kampf um den Südpol. Wäre es nicht besser, auf unseren Grabsteinen würde stehen, wir haben uns für den Frieden eingesetzt, jeden Tag. The victory. The victory will change the world. Kann man noch siegen nach so vielen Toten? Give us a credit. Ja, gerne, dann geh irgendwo hin und leg dich ans Meer. Der russische Militärblogger Juri Podoljak meint, die ukrainischen Stellungen in Avdijewka wären absichtlich unterbesetzt. Die russische Armee nimmt einen Stützpunkt an der Front bei Artyomovsk ein. Aus dem Weißen Haus ist zu hören, Regierung und Parlament arbeiten an einem Mechanismus zur Unterstützung der Ukraine. Das Wall Street Journal berichtet, der USA gehen die Luftverteidigungssysteme aus. Auch Annalena Baerbock will die Ukraine-Hilfe ausweiten. Sie wird zitiert, Putin freut sich zu früh. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Hat Putin nicht seine zwei älteren Brüder im Krieg verloren? Ich glaube nicht, dass er sich freut. Ins selbe Horn, Kanzler Scholz, wir werden die Ukraine unterstützen, solange das notwendig ist, sowohl finanziell als auch was Waffenlieferungen betrifft. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht
gefallene Engel, die aus der Hölle kommen. Ich fürchte, sollte es zum Äußersten kommen, werden wir nicht so wenig bezahlen wie beim letzten Mal. EUs Josep Borrell gesteht, Brüssel kann die versprochene Artilleriemunition nicht bis Jahresende liefern. König Charles erinnert an die Opfer der Weltkriege. Die Welt schreibt, Deutsche werden häufiger Opfer von Zuwanderern als umgekehrt. DPA zitiert Winfried Kretschmann: Mir müsse die irreguläre Migration begrenzen. Und Volker Beck bezeichnet in der Berliner Zeitung Greta Thunberg jetzt als hauptberufliche Israel-Hasserin. Darunter geht es nicht. 5 Palästinenser wurden im Westjordanland getötet. Israel meldet einen Waffenfund unter dem Krankenhaus. Die UN ist besorgt wegen Treibstoffmangels in Gaza. Wetter! Sturmtief, feucht und kühl. Zunächst milder, dann wieder kühler. Im Bergland eventuell Schnee. Macher, Alternative Music.